Hey ho Leute, heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit TFC Hercules Team Member Matt Blender. Ja, Matt Blender, wie ich schon gerade sagte, wird von TFC Toys angeboten, einem Drittanbieter, das heißt, die Figur ist nicht von Hasbro. Trotzdem muss ich sagen, ist die Qualität einfach Bombe, genauso wie bei den anderen Team Membern. Auch wenn diese Figur in meinen Augen einige Schwachstellen aufweist. Dazu aber später mehr. Ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, was alles bei dieser Figur vorhanden ist. Einmal haben wir hier diese richtig schicke Anleitung. Diese Anleitung, das ist das Schöne, ist eigentlich nur eine DIN A4 Seite, die beidseitig quasi bedruckt wurde. Sehr einfach zu verstehen ist. Vor allem, ich muss auch zugeben, sehr detailliert ist, weil wenn man sich das mal hier anguckt, wie gut die Zeichnungen sind, da muss ich schon sagen, stockt mir teilweise der Atem, denn so detailliert sind die Zeichnungen von Hasbro definitiv nicht. Hier sieht man wirklich jedes kleine bisschen an den Fahrzeugen in dieser Anleitung und bei Hasbro ist es dann eher so angedacht. Finde ich jedenfalls nicht schlecht. Und ja, man hat dann hier halt großes Artwork noch drauf. Ja, dann wie bei jedem anderen Teammember von TFC Toys, werden diese Plastikpappkarten, also eher mehr Plastik als Pappe, geliefert. Einmal hier vorne mit dem schönen Artwork und dem Namen des Teammembers. Hier oben des Teams an sich, des Hercules Teams. Und hier den quasi Stärken und Schwächen des Teammembers. Finde ich ziemlich cool. Vor allem, man sieht auch ziemlich gut, der Skill ist ziemlich hoch, Fire Blast ist ziemlich hoch und der Fire Blast ist deshalb so hoch, weil er wirklich eine Waffenplattform ist. Das werde ich euch später noch zeigen. Ja, Speed ziemlich gering. Trotzdem ziemlich cool. Ja, das war die Karte soweit und jetzt zeige ich euch noch einmal die Packung. Die Packung gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Hat damit zu tun, lasst euch dadurch nicht irritieren. Es gibt einmal diese grauen Packung und wie bei meinen anderen Teammembern, wie ich in einem Video schon gezeigt habe, in grün. Die grünen sind für Version 1 und die grauen für die Refresh-Version. Das heißt für die neu aufgelegten Versionen, wo viele Fehler an den Figuren behoben wurden. Ja, bei dieser Figur leider ein Fehler nicht. Das hat auch nichts nur mit meiner Figur zu tun, ist bei jedem so. Zeige ich euch aber gleich noch ganz genau. Ja, wir haben einmal groß hier vorne Hercules drauf. Dann Matt Blender im Robotermodus und im Fahrzeugmodus. An der Seite sehen wir dann noch einmal den Fußmodus. Die einzelnen Waffen. Und den Brustschild. Ja, und auf der anderen Seite sehen wir nochmal ein großes Artwork, vorne natürlich auch. Und was wir natürlich hier drin haben, ich zeige euch das am besten, indem ich den Karton mal eröffne und das Inlay rausnehme. Wir haben nämlich in diesem Inlay, wie bei den anderen Teammembern, richtig cool ein Artwork drauf. Was es in sich hat. Es ist nämlich nicht einfach nur eine Kopie des normalen Artworks. Nein, es ist digital neonisiertes Bild. Das heißt, nur die Umrandungen sind zu sehen und die leuchten aber ziemlich geil. Also ich muss sagen, hier hat sich TFC Toys vom Artwork echt was erlaubt, was einfach nur genial ist. Gefällt mir. Könnte Hasbro theoretisch auch mal machen. Aber schade, dass das momentan nicht so wirklich der Fall ist. Ja, packen wir den Karton erstmal ganz zur Seite. Jetzt kommen wir einfach mal zu Matt Blender an sich. Matt Blender wird geliefert als Mix Truck. Zementmischer. Ziemlich cool, auch von den Details. Wird halt in Neongrün typisch halt wie ein Devastator geliefert mit lilanen Komponenten und schwarz-silbernen oder schwarz-metallischen Scheiben und einigen netten Details. Trotzdem muss ich dazu sagen, ich werde mir definitiv noch die Repro-Labels holen.
Es ist ein Sticker-Paket für jeden einzelnen der TFCs. Gibt es aber auch für andere, für normale Hasbro-Figuren. Dadurch werden die Figuren deutlich detaillierter und viele Sachen, die fehlen, werden dann quasi hier nachgereicht. Zum Beispiel werden dann hier diese Scheiben dann auch lila an der Seite überall. Und hier gibt es verschiedene Aufsätze, entweder nur Decepticon-Logos, die man hier drauf verteilt, oder halt, dass man diese komplette Mixkugel lila abklebt. Das ist auch möglich. Und natürlich auch der Brustkorb hier unten kriegt ein Decepticon-Symbol. Wir sehen hier, es sieht aus, wenn hier überall Teile fehlen, also Sticker. Das ist aber so gewollt und diese Repro-Labels ergänzen es quasi. Ja, was auch schön ist bei diesem Laster ist quasi, er hat hier unten wegen dem Fußmodus ein Gelenk. Und was quasi auch den Realismus des Trucks widerspiegelt, weil er quasi dann ja wie so eine Art Lenkmechanismus hat. Finde ich ganz gut. Und ein kleiner Tipp zu einem Fix, das heißt zu einer Reparatur der Figur. Diese Räder hier, die Zwischenräder, platzen meistens einfach raus. Bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich sie richtig reingedrückt habe, dann sind sie automatisch wieder rausgesprungen, weil hier innen drinne dieser Schlitz zu eng war und nicht hier auf diese Kerbe gepasst hat. Also ich habe hier einfach eine kleine Handfeile genommen und hier innen drin ist ein bisschen ausgefräst und jetzt hält es wieder Bombe und springt nicht mehr raus. Nur so ein Millimeter. Das ist bei jeder Figur so. Deswegen ja, versucht diesen Fix anzuwenden. Seid aber sehr vorsichtig, sonst raspelt ihr zu viel ab und dann war es das mit dem Reifen. Und dann wird er immer wieder so hoch gehen und dann werdet ihr euch ärgern. Deswegen nur so ein bisschen und dann hält er Bombe. Ja, die Waffen hat er hier hinten am Rücken dran, also an der Rückseite. Und hier oben ist dann das Mittelteil des Brustkorbes quasi. Ja, finde ich ganz interessant. Ich habe jetzt hier, ich zeige euch das mal. Das ist dieses Teil. Ich habe jetzt hier diesen Connector oben gelassen. Den könnt ihr natürlich, wenn er euch stört, runterdrehen. Dann ist er hinten nicht mehr zu sehen. Und dann könnt ihr es einfach wieder dran machen. So. Dann seht ihr, es ist jetzt verschlossen. Ja, wie gesagt, von Details her, er hat rote Leuchten. Finde ich sehr cool. An der Seite ziemlich viele schwarze Muster. Hier vorne gelbe und rote Lampen. Hier oben silberne Lampen. Also von Details her einfach nur spitze die Figur. Wie gesagt, auch silberne Felgen. Ja, einfach schick. Kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist simpel. Wir nehmen einmal erstmal die Waffen ab. Klappen das Teil hin, also diese Halterung nach hinten. Nehmen dieses Teil ab. So, dann ziehen wir hier hinten die zwei Seitenwände zur Seite. Jetzt lösen wir das Rückmodul einmal ab. So, anschließend drehen wir hier die Arme in einem V-förmigen Modus. Drehen die Reifen so nach hinten. Drehen die einmal nach unten die Arme. Drehen die Armteile nach unten, drehen jetzt das Ganze so nach vorne, dass diese schwarzen Striche vorne erscheinen. Das Lustige ist, ihr könnt es auch so, dann lässt sich nämlich das Ellenbogengelenk auch nach vorne drehen, aber das ist nicht so gewollt, so ist es richtig. Deswegen passt auf, man kann sich leicht irritieren lassen. Drehen die Hände jetzt hier raus. So. Jetzt drehen wir hier dieses ganze Teil einmal so rum. So. Jetzt kommen wir zu den Füßen. Die sind ein bisschen komplizierter. Wir drehen einmal hier unten dieses Teil einmal so nach unten und ziehen es nach vorne, dass die Knie hier unten sich quasi bilden. Jetzt drehen wir einmal die Hüfte nach vorne. Jetzt kommt der komplizierte Teil. Wir öffnen einmal hier unten die Beine, dadurch ist es leichter. Und drehen jetzt einmal die Knie nochmal rum und das untere Teil nochmal, dass dieser lilane Part vorne ist. Einmal rum und wieder rum. So, das war eigentlich das Komplizierteste an der ganzen Figur.
Jetzt drehen wir hier unten die Füße nach unten. Ist ein bisschen schwerer bei mir. So, dass hier diese kleinen Pinökel unten sind. So, und drehen das Rückenmodul einmal so nach oben. Und hier oben sind kleine Pins. Die werden in den Rücken reingesteckt. So, bis es richtig fest ist. Drehen das Teil einmal nach unten. Drehen jetzt die Arme richtig nach unten. So. Drehen diesen Connector nach oben. Und jetzt holen wir hier oben den Kopf raus. Ist ein bisschen schwerfällig, aber geht. So, und jetzt kommen wir auch gleich, wenn wir schon mal dabei sind, zu dem negativen Aspekt dieser Figur. Der Kopf ist hier auf so einer grauen Platine und die ist lose. Das heißt, der Kopf wankt immer von nach oben, nach unten, immer wieder, ganz, ganz locker. Es wird nur behoben, indem hier diese kleinen Rechtecke, die er drauf hat, hier oben an den Schultern quasi fixiert werden, indem man den Kopf leicht dreht. Dann ist es fest. Das Gesicht, finde ich, ist ziemlich cool gemacht. Ihr seht auch, die Lightpipe-Funktion ist ziemlich bombastisch. Das heißt, hier hat wirklich TFC Toys echt gute Berechnungen durchgeführt, denn auch wenn wir nur hier vorne diese ganze Fläche haben, die wird nicht komplett angestrahlt, nur hier oben der Teil. Und trotzdem wird das Licht so effektiv verteilt in dem Kopf, dass wirklich dieser ganze Sensor quasi leuchtet. Finde ich cool, hat was auf jeden Fall. Ja, so, die Figur ist jetzt fertig transformiert. Das ist Matt Blender. Jetzt haben wir noch seine Waffen. Diese Waffen sind hier. Trennen wir jetzt einmal hier komplett ab. Dieses Teil, was eigentlich der Brustkorb quasi von Devastator aka Hercules ist, können wir einfach hier oben befestigen, indem wir einfach hier dieses Teil nehmen und diesen Connector daran befestigen. Passt auf, ihr habt hier unten zwar 5 oder 6 Löcher, aber nur die oberen passen hier dran. Die anderen sind zu weit auseinander. So, das heißt, ihr steckt das jetzt hier vorne dran. Können wir entweder so befestigen, was, naja, nicht so toll aussieht, oder ihr könnt es jetzt so nach vorne drehen. Dann sieht es aus quasi wie der alte G1-Charakter. Mir ist jetzt der Name entfallen, der das quasi auch anbietet. Ich glaube, Mixmaster hieß er. So, dann haben wir noch seine Waffen. Die kleinen. Die kleinen Waffen haben hier unten diese Halterung. Die Halterung ist quasi der Griff für Devastator, aka Hercules. Nehmen wir einfach ab. Auch hier nehmen wir ab. Diese Teile können wir jetzt hier hinten befestigen. Einmal hier. Und einmal auf der anderen Seite. So, dass quasi hinten befestigt ist. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen. So. Ihr könnt natürlich auch sie hier unten befestigen, das ist euch überlassen. Jetzt habt ihr einmal die Möglichkeit, die Waffen in die Hände zu geben. So, was ich ziemlich cool finde. Hat was, auf jeden Fall. Oder ihr habt die Möglichkeit, diese Waffen an tausenden von verschiedenen Konnektoren zu befestigen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, die Waffen hier außen am Arm zu befestigen. So, was ich jetzt nicht so pralle finde. Ihr könnt es aber hier oben am Ellenbogen befestigen, das geht dann schon besser. Hier unten am Fuß könnt ihr es noch befestigen, überall. Auch hier am Brustkorb könnt ihr es befestigen und. Er hat wirklich überall Konnektoren. Auch hier am Knie könnt ihr es befestigen. Ja, mein bevorzugter Punkt, um es zu befestigen, ist hier hinten bei dem Rückenmodul. Wie es quasi auch im Fahrzeugmodus der Fall ist. Das heißt, ich stecke die Waffen einfach so hier dran. So. Und befestige es einfach wieder hier oben drauf. Er hatte nämlich seine Waffenplattform immer hier oben
über dem Kopf. Finde ich ganz cool. Gefällt mir so besser eindeutig. So, jetzt wollen wir mal zu den anderen Waffen kommen, die mitgeliefert werden. Diese Waffen sind hier drinnen. Ich sag gleich dazu, es ist ein bisschen komplizierter, die auseinanderzunehmen, weil die wirklich absolut perfekt ineinander greifen. Ihr müsst einfach hier komplett seitlich öffnen und das auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig genauso. Und nicht wundern, es fällt gleich in vier Teile. Einmal hier, hier und diese Teile plus dieses Mittelteil. Dieses Mittelteil hat hier vorne einen kleinen Pack, der wird als Griff benutzt und hier vorne diese Haubitzenfunktion. So, jetzt hat er entweder hier dieses große Gewehr, diese riesen Haubitze, oder er hat hier diese Waffen. Ihr seht selbst, Waffen strotzend ohne Ende. Die könnt ihr entweder so an die Beine dran packen oder, wenn ihr Lust habt, könnt ihr sie auch nochmal splitten und nochmal überall befestigen. Das heißt, ihr könnt ihnen dann hier überall die Waffen geben. Nummer 1. Dann hier noch an den Knien. Dann machen wir es ja noch überall. Dann einmal hier. Na. Dann einmal hier oben. An den Händen. Mal hier an den Händen. Dann könnt ihr sie auch nochmal hier an den Händen befestigen. Nee, doch nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier oben. Nicht umsonst ist Matt Blender quasi der Waffenexperte. Ihr seht selbst, die Bewaffnung ist einfach übelst übel, kann man sagen. Also die Waffen, die er hat, die sind maßlos übertrieben. Stell dich einfach mal vor, er feuert hier wirklich aus allen Waffensystemen. Das ist einfach, eklig. Aber die Figur ist, wie gesagt, einfach nur geil. Ihr könnt natürlich auch diese Waffen, wenn ihr wollt, das ist wieder der andere Vorteil, das zeige ich euch auch gleich noch einmal. Ich nehme die Waffen einfach nochmal ab. Gegangen. So, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, die Waffen zusammenfügen und zwei große mächtige Waffen und zwei kleine bilden. Das heißt, ihr macht das einfach so und steckt diese Waffen quasi einmal hier an die Seite. So. Dann habt ihr natürlich noch zwei über. Die könnt ihr dann hier unten nochmal dran befestigen, wenn ihr wollt. Oder auch oben, das ist eigentlich egal. So, aber jetzt mal ohne Flachs, ist das nicht ein Waffensystem? Einfach geil. Wie gesagt, Matt Blender ist hier waffenstrotzend ohne Ende und er macht einfach was her. Ist auch eigentlich, muss ich sagen, mein Lieblingsteammember. Weil er halt, wie gesagt, am meisten mitbringt und auch das größte Detailreichtum hat. So, was wir allerdings jetzt noch machen müssen, um gleich zum nächsten Schritt zu kommen, die Waffen wieder zusammenfügen. Einmal so. Dann die nächsten Waffen auch zusammenfügen. So. Und das hier quasi wieder drauf machen. Das heißt, mein Fehler, ihr dürft es nicht so zusammenfügen, sondern natürlich nur in zwei Teile. So die Schalen. Das heißt, bindet die quasi dann wieder hier wieder dran. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah ja, genau.
So, das ist leider mal der komplizierteste Teil, muss ich sagen. So, das heißt, ihr verbindet jetzt diese Packs miteinander. So. Und die unteren. Die legt ihr jetzt dann quasi so ineinander. Na, irgendwie will der nicht. Was mache ich falsch? Ich kann mal gucken. Ich mache irgendwas falsch. Ah, okay, ich habe schon den Fehler gefunden. Ach, das ist immer so kompliziert. Ihr müsst immer gucken, dass ihr diese, ihr habt hier zwei Waffen dran und an einem nur einen Stab, dass ihr immer einen Einer und einen Zweier zusammen verbindet und die natürlich dann auch dementsprechend hier mit den Waffen zusammensteckt. So. Das war eben gerade mein Fehler. Ich habe die Figur erst seit heute. Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. So, jetzt nehmt ihr natürlich dann die Schalen, passt sie so ineinander. So, und jetzt bitte aufpassen, diese kurze Seite und die lange Seite dementsprechend auch richtig anbringen. Das heißt, die lange Seite an die Spitze hier vorne. Damit es auch richtig dann auf dem Laster drauf ist. Und dann zusammenstecken. So. Schon habt ihr diese Barrel wieder fertig. Jetzt kommen wir einfach mal bei Mad Blender erstmal, bevor ich ihn zurückverwandle, zur Beweglichkeit. Die Beweglichkeit ist ziemlich cool. Ihr habt also, wie gesagt, einmal hier dieses Hüftgelenk. Ein seitliches Gelenk für die Füße, was ihr auch nach vorne bewegen könnt, was aber ein bisschen schwerfälliger ist dann. Dann habt ihr ein Kniegelenk, was aber auch quasi doppelt drin ist, denn ihr habt hier vorne auch nochmal eins. So, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, die Beine hier unten zu drehen, hier oben das leicht zu kippen. Die Arme haben ein eigentlich 360-Grad-Gelenk, blockiert aber hier durch die seitlichen Teile manchmal. Deswegen, wenn ihr es wirklich drehen wollt, erst einmal zur Seite drehen den Arm, dann hochdrehen. Dann habt ihr wieder hier oben die Möglichkeit, wieder zu drehen. Nee, habt ihr nicht. So, jetzt. Ein bisschen kompliziert, weil hier oben wirklich diese Teile sich gegenseitig blockieren. Das heißt, immer gucken, einmal hier blockiert, Seite drehen. So, und hier blockiert, nochmal zur Seite drehen und dann geht's. Bisschen blöd, aber naja, gut. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, diese Paneele, wenn ihr wollt, natürlich auch nach unten zu klappen, wenn es euch besser gefällt. Also ihr habt hier dieses Gelenk. Ich zeige euch mal, wie es so aussieht. Wie gesagt, ihr könnt ihn auch so packen, wem es besser gefällt. Mir jedenfalls nicht. Ich mag es, wenn es oben ist, wie es original halt es vorsieht. So, ja, der Kopf kann gedreht werden um 360 Grad komplett. Er kann quasi gesenkt werden. So. Einen Moment. Ich mal ganz kurz. So. Dann hat er noch die Möglichkeit, natürlich die Ellenbogen zu knicken. Die Hände leicht nach vorne, nach unten zu winkeln. Leider kein Drehgelenk in den Händen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann hat er noch die Möglichkeit, hier oben die Hüfte leicht zu drehen. Ihr könnt den Kopf nach oben, nach unten senken. Ja, das war's für den Robotermodus. Jetzt zeige ich mal den Beinmodus. Dafür verwandeln wir ihn wieder in den Truck zurück. Das ist ganz einfach. Dazu lösen wir, nachdem wir den Kopf reingeschoben haben, jetzt erstmal das Rückenmodul nach unten. Dann drehen wir hier oben das Ganze nach oben, so. Drehen hier die Arme zur Seite, machen die Fäuste rein. Dann drehen wir das Teil nach oben. Drehen das Ganze so. Das heißt, ihr seht selbst, hier ist so eine kleine Beuge in dem Arm. Die muss zu dem Schulterteil zeigen. Dann drehen wir das Ganze einmal so rum. Das Gleiche machen wir hier. Faust rein, drehen das hoch, drehen das zur Seite, so, und drehen das Ganze, dass es so aussieht. Dann drehen wir das Rückenmodul wieder nach oben,
diese zwei Packs befestigen wir hier. So. Drehen einmal die Hüfte rum. Drehen einmal die Knie wieder rum. Drehen die Beine rein. Befestigen uns beides wieder miteinander. Drehen die Reifen nach unten. Rasten sie ein. Drehen hier das Ganze nach oben. So. Aber anstatt es jetzt runter in den Fahrzeugmodus zu klappen, lassen wir das jetzt so oben. Und jetzt haben wir hier zwei Packs. Hier. Und zwei Löcher hier hinten. Und das wird einfach miteinander verbunden. So. Jetzt werden diese lilanen Teile nach unten gedreht. Das sind quasi wie so Verlängerungen, dass er nicht auf den Reifen steht. Hier hinten das gleiche auch noch einmal. Unten drehen. So. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Darauf müsst ihr achten. Wenn ihr diesen Mixed Barrel wieder hier hinten dran packt, gibt es zwei Einstellungen. Einmal so, wie es ganz normal wäre. Das heißt, dieser Pinökel nach vorne stehend. Und diese Rippen innen nach innen. Das wäre quasi jetzt für den Devastator, also für den Fußmodus. Oder einmal so für den LKW-Modus, das nach innen ist. So, das zeige ich euch gleich mal. Ihr steckt jetzt quasi wieder den hier rein. Wenn ihr jetzt die Rippen innen habt, habt ihr hier quasi die Möglichkeit, das nicht miteinander zu verbinden. Wenn ihr das jetzt dreht, schon. Dann steckt es hier drin. Aber das ist falsch, denn dann könnt ihr hier den Fuß nicht mehr hochdrehen, wie ihr seht. Das heißt, nach oben drehen und einfach so auflegen. Das war's. So, das ist jetzt der Fußmodus. Ziemlich unspektakulär, aber ich möchte natürlich euch auch nochmal mit den anderen drei Membern zeigen, wie es verbunden ist. So. Und so haben wir jetzt den Fuß quasi fertig. So. Das ist Devastator im oder besser Mad Blender im Fußmodus. Ihr seht selbst, es passt ziemlich gut. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, was ich ziemlich cool finde, dazu ein bisschen weiter wegbewegen, die Kamera. Natürlich auch die Füße ziemlich cool zu bewegen, das heißt, ihr habt da richtige Kniegelenke drin. Ne? Auch hier Paneele erstmal nach oben drehen. Er ist sehr gelenkig, wie ihr seht. Ihr habt dann auch noch hier oben die Möglichkeit, den an der Seite zu drehen und wie auch immer. Das heißt, ihr habt wirklich sehr, 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 sehr viel Bewegungsfreiheit, was ziemlich geil ist. So. Ihr seht selbst, einfach nur geil. Mad Blender und die anderen Teammember bilden, wie gesagt, dann somit dann den Hercules Unterkörper. Ihr habt dann natürlich auch noch die Möglichkeit, die Waffen selbst, das zeige ich euch jetzt auch noch einmal, miteinander zu verbinden. Das heißt, hier einmal die Flügel zusammen und schon habt ihr den Brustkorb. Der wird dann hier vorne quasi mit verbunden. Und ich habe jetzt leider noch nicht Dr. Crank, der kommt erst in den nächsten Tagen an. Aber dann wird einfach der Brustkorb quasi hier vorne befestigt. Ja, dann haben wir natürlich noch die anderen Waffen. Das heißt, wir stecken hier unten die Griffe wieder in die Waffen hinein. So. Und jetzt verbinden wir die anderen Waffen. Mir fehlen leider hier noch zwei. Aber man kann es ja schon mal andeuten. Hier ebenso. So. Hier hinten kommen noch zwei Waffen drauf. Hier unten kommt noch ein Teil dran, hier kommt noch ein Teil dran. Und ich kann euch ja trotzdem mal zeigen, wie dann die Waffe im Arm-Modus aussieht. Das heißt, ihr steckt dann einfach hier die Waffe in diese Pins
Die Pins in die Löcher hier rein. Dreht den Daumen herunter. Na. So, und dreht dann die Finger dementsprechend rum. Und schon hat er quasi dann die Waffe in der Hand. Die wird natürlich hier hinten noch verlängert, dass es dann wirklich wie eine richtige Waffe aussieht. Aber nur, dass ihr ungefähr seht, wie es den Anschein hat. Ziemlich cool auf jeden Fall. Und gefällt mir natürlich echt 1A. Ich freue mich schon darauf, wenn ich jetzt die nächsten Tage dann Hercules endlich komplett kriege. Ja, so viel dazu. Das war mein Toy Review diesmal für Mad Blender. Ein bisschen lang wurde es leider, über 30 Minuten. Aber das ist ja jetzt auch nicht so wild. Dafür haben wir aber ein sehr ausführliches Toy Review. Mir gefällt's. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und Kritiken natürlich wie immer unten in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich schon darauf. Dann mit Dr. Crank. Und danach folgt dann das letzte Review mit Neckbreaker. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Rexfor.